Ja, liebe Zuschauer, heute senden wir Uelzen TV aus dem berühmten Rolling Stones Museum aus Lüchow. Wer kennt ihn nicht? Günter Gabriel mit seiner markanten und unverwechselbaren Stimme. Günter Gabriel hat vielen Menschen mit seiner Musik Freude und Trost Leid. Gespendet. Und Leid. Und einigen auch mehr Gehalt eingebracht, nämlich, hey Boss, ich brauche mehr Geld. Ja, das muss ja wieder kommen. Heute ist Günter Gabriel Gast im Rolling Stones Museum in Lüchow. Und er hat sich für ein Interview ein bisschen Zeit genommen. Günter, du hast aber gut gesprochen, so gut gelesen hast. Du hast eine super Stimme. Ach, da ist der liebe Gott, hat das eingefädelt. Zwei Fragen. Was war das Schönste und was war das Schlimmste in deinem Leben? Die erste Frage, was war das Schönste in deinem Leben? Das Schönste war jedes Mal die Geburt eines meiner Kinder, die ich angesetzt hatte. Toll. Die dann herauskamen aus dem mütterlichen Leib. Das ist immer die Verbindung mit Gott, ja, mit einer höheren Macht. Mhm. Das ist für mich nach wie vor das Größte, was es gibt. Schön. Aber auch zum Beispiel so ein Song von Elvis Presley wie Love Me Tender oder von Charlie Rich Behind Closed Doors oder auch von Cash Songs. So. Das ist etwas, wo ich kaputt gehen könnte. Ja. Also als tiefe Dinge, wo die Gänse rausbekommt. Nein, wo ich weinen kann, nicht Gänse. Ja. Oh, die Zeiten sind vorbei, ich weine dann. Und das Schlimmste in deinem Leben, gibt es da irgendwas? Ja, als meine Banker mir sagten, ich habe 10 Millionen Mark verloren. Das war schon hart. Da warst du richtig kaputt? Kaputt war ich nicht, aber es war das schlimmste Erlebnis, weil ich erstmal nicht dachte, dass ich aus der Scheiße wieder rauskomme. Man hatte mich betrogen, Berater hat mich betrogen. Aber auf der anderen Seite, heute sage ich süffisant, erstmal musst du so viel Geld verdient haben. Aber erst dachte ich, Donnerwetter, jetzt bist du erledigt. Aber das Schöne, was man ja aus jedem Unglück lernen kann, dass du jedem Unglück auch, wenn du die beiden ersten Buchstaben durchstreichst, hast du wieder Glück. Genau. Also ich muss sagen, dass ich durch die tiefen Zeiten meines Lebens auch sehr viel Glück wieder habe. Hatte. Ja, unbedingt. Also die bitteren Jahre haben mich eigentlich mehr geprägt als die schönen. Also du bist hingefallen, aber auch wieder aufgestanden. Ja, diese Floskel kannst du vergessen, aber ja, das war ein Knockout. Ne? Was bedeutet für dich Musik? Ja, Musik ist der Inhalt meines Lebens, aber das war natürlich nicht immer so. Ne? Also jetzt, wo ich, guck mal, ich bin ja fast 75 Jahre alt, heute denke ich über diese Dinge natürlich anders nach als früher als junger Bengel. Ja. Aber als ich zum ersten Mal mit 13, 14 Elvis Presley, Little Richard und da gab es die Stones ja noch gar nicht. Und Chuck Berry, an Chuck Berry haben sich natürlich die Stones orientiert. Ja. Das war für mich eine Befreiung von Bruce Lowe und Gerhard Wendler und den ganzen Schnulzern, die wir in Deutschland hatten. Es war eine Befreiung, aber die ich nicht so hätte definieren können, wie ich es heute kann. Okay. Ne? Also Bob Dylan und auch Johnny Cash natürlich, das war nachher natürlich die Befreiung aus der Miefigkeit, aus der Bürgerlichkeit. Und dafür habe ich auch meinen Preis zahlen müssen, nämlich dass ich natürlich komplett ein anderes Leben plötzlich lebte, als meine Eltern sich das vielleicht vorgestellt haben. Was hat dir Johnny Cash dich an Johnny Cash am meisten begeistert? Ja, erstmal seine Figur. Also erstmal habe ich ihn ja gar nicht gesehen. Ja. Erstmal habe ich ihn ja nur im Radio gehört. Das war, wann war das? 55 rum. Ach Gott, das war, ja, Stimme vor 55 war das. Ja. Da war es natürlich diese Stimme und dann ist Jinka, Gong, Gong, Bong, Tiki, Gong, Gong. Und die Art, wie er Songs macht, das waren ja relativ einfache Drei-Harmonie-Songs. Aber wie er das sang, ich hatte allerdings keine Ahnung, worüber er sang. Ich konnte ja gar kein Englisch, ne? Das habe ich erst später mitgekriegt. Aber dann, als ich ihn das erste Mal sah, er sah ja aus wie ein Krimineller im Prinzip. Ja. Er hatte eine unglaubliche Figur, eine unglaubliche Aura. Das war der Beginn der Liebe zu dieser Art von Musik und auch der Liebe zu Cash selbst. Ich war ja letzten Endes 25 Jahre mit ihm befreundet. Ich war noch 14 Tage vor seinem Tod bei ihm zu Hause. Naja, was heißt lange Zeit? Ich meine, diese Zeit haben wir auch genutzt und das nennt sich übrigens Leben. Ja. Diese lange Zeit nennt sich Leben. Ja. Was glaubst du, warum so viele Menschen gern deine Stimme hören? Also mich mit eingeschlossen übrigens. Ich bin auch ein großer Fan von dir. Ich bin Jahrgang 41, also wir sind fast gleichaltrig. Ja gut, dann sind wir dasselbe Alter. Ja. Ja, weiß ich nicht. Das ist mir nicht bewusst. Also ich glaube auch nicht, dass es meine Stimme ist, sondern ich glaube, es ist die Philosophie meiner Lieder. Es geht ja nicht nur um, hey Boss, ich brauche mir Gäste, das ist so ein hingeworfenes Lied. Aber ich habe sehr viele, sehr tiefe Lieder
gesungen und geschrieben vor allem. Ich habe es ja selber geschrieben. Udo Jürgens hat ja nicht einen einzigen Text selber geschrieben. Richtig, das ist so. Also ich habe noch vor ein paar Tagen in Berlin bei Harald Juhnke, Hommage an seinen 10. Todestag, ein Lied gesungen, was ich ihm vor 20 Jahren geschrieben habe, was aber niemals veröffentlicht wurde. Und die Leute sind aufgesprungen. Und haben zum Teil sogar geweint. Und das ist, glaube ich, das, dass ich durch dieses Unglück meines Lebens sehr tief baggern kann, philosophisch gesehen. Ja. Und das ist mein großes Glück, aber auch mein Preis, dass ich sehr empfindlich bin, sehr sensibel bin, dass viele Leute mich für ein Arschloch halten, weil ich so ehrlich bin, dass ich nicht heuchle und so weiter. Du musst für alles deinen Preis zahlen, aber zahle ich gerne übrigens. Ja. Okay. Also die Lieder, die du singst, mich eingeschlossen, die berühren mich irgendwie. Ja, die sind authentisch. Also Gänsehaut zu mir. Ja, vielen Dank. Ja. Du bist im Leben oft hingefallen. Woher nimmst du die Kraft, immer wieder aufzustehen? Ja, einfach, dass ich nicht abkratze. Ganz einfach. Es hat auch was mit Astrologie zu tun. Guck mal, ich habe eine Astrologin, die ich immer frage, wie kommt das eigentlich, dass das so funktioniert bei mir, ja? Dass ich unerschrocken immer weitergehe. Ja. Da sagt sie, ja, das steht in deinen Sternen. Ne? Du bist Zwilling, genau wie Harald Juhnke übrigens auch, okay, der 10. Juni, ich bin 11. Juni. Und jetzt kommt der Aszendent. Mein Aszendent ist der Skorpion, ein ganz gefährliches Sternzeichen. Ja. Und ich rufe also jeden Tag meine Astrologin an und sage, wie sieht heute die Kurve aus, die Konstellation? Also. Wir leben ja jetzt, wir sind ja alle im Moment geschützt durch den Jupiter. Ne, du auch, ne? Ja. Der Jupiter, der diesem Jahr Glück und Glanz verleiht. Und das treibt mich voran. Ne? Das hält mich auch wach. Warte mal, ich muss mal mein Handy gerade aufstellen. Ja. Das treibt mich dann voran. Ne? Und auch so eine gewisse Kaltschnäuzigkeit, die brauchst du auch im Leben sowieso. Ja. Ne? Angstfreiheit musst du haben. Guck mal, mein großes Vorbild ist eigentlich Rüdiger Neberg, ne? Der Survivor. Dann hör dir mal reden, der ist 80 Jahre. Wenn der seinen Mund aufmacht, dann flippst du aus. Ja. Also von diesen Leuten habe ich viel gelernt. Ja, aber was heißt ehemaliger Bäcker? Ja? Oder Paul Gauguin oder Albert Schweitzer, das sind ja alle für mich Helden. Ja? Verstehst du? Genau, kann man viel lernen von den Menschen. Ja, natürlich, klar. Wenn du willst, natürlich. Ja. Wenn du überhaupt kennst. Hättest du gedacht, dass die Menschen bei deinem Lebenswandel, der manchmal hoch und tief war, so zu dir halten, sie Wohnzimmerkonzert. Da war ich damals überrascht. Du auch wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Also es war nur ein Gag. Genau. Ich wollte im Fernsehen nur zeigen, dass man nicht, weil man irgendwie mal Schulden hat, gleich die Hände hochhebt und sagt, ich mache jetzt eine Insolvenz und damit bin ich erledigt. 7 Jahre ein bisschen warten und dann bin ich aus der Scheiße raus. So was gibt es bei mir nicht. Ich bin in der Beziehung ein ganz straighter Junge. Mhm. Wenn ich missgebaut habe, stehe ich dafür gerade. Und ich wollte das nur zeigen, dass man das so machen kann. Ja? Aber was dabei herausgekommen ist, konnte ich natürlich nicht ahnen. Mein Manager hat erstmal sofort gekündigt. Meine Kinder haben gesagt, man muss sich schämen, dass man zu dir gehört. Ja. Die Bild-Zeitung, all die Boulevard-Zeitung haben mich verspottet. Aber inzwischen ist es so, dass darüber ein Film gedreht wird. Mit Uwe Ochsenknecht in der Hauptrolle wahrscheinlich. Dass da darüber ein Film gedreht wird und dass wir gar nicht mehr aufhören. Weil das ist so großartig, die Beglückung, die man den Menschen gibt, auf der einen Seite in fremden Küchen zu sitzen, Soljanka zu essen oder Gulaschsuppe. Und man selber sieht die Männer. Ich habe neulich jemanden gesehen von der Presse, der hat von Anfang bis Ende geweint. Ja. Und er hat gesagt, ich war so erschüttert von deinen Songs. Und er war sogar in der Garderobe, rollten ihm noch die Tränen runter. Das sind ja Sachen, die zum Beispiel Peter Maffay, den ich da mal drauf angesprochen habe, ich sage, Peter, so nah wie ich an die Leute rankomme, kommst du niemals ran. Du bist da ganz oben auf der Bühne, wirst angeballert mit Scheinwerfern. Ich bin unten auf dem Teppich. Das ist ein Geschenk, wo ich so dankbar bin, dass ich, Idiot, aus einem Gag, das kostet ja auch viel Zeit, da überall hinzufahren, ja, dass ich das angenommen habe. Und jetzt habe ich auch gehört, dass es sogar im Internet so eine Adresse gibt, wohnzimmertour.de. Also viele andere machen das jetzt nach. Und das finde ich großartig. Ja, ne? Es ist nämlich auch wirklich wichtig, Musik auch in meinem kleinen Kreise zu machen. Ne? Das war doch in der Talkshow, ne? Damals. Ja, in der Talkshow mit Eva Herrmann und der Tietjen. Ne? Toll. Ja, aber du siehst, die Menschen haben dich nicht vergessen. Nein, es geht... Ja, da
weiß ich nicht. Es braucht ja nur immer einer sein, der mich gut findet. Und die Frau weiß das. Mein Hermann, der wird jetzt 50 und er ist Baggerführer und der steht so auf Gunter Gabriel. Also mietet sie mich. Super. Und er weiß es nicht. Und die machen eine Geburtstagsfeier, das sind 30, 40 Leute. Plötzlich klingelt es an der Tür und ich fange an mit Happy Birthday to you. Hat er mir gesagt, der Herbert. Du bist doch ein Double, du bist ja nicht der Gabriel. Ich sag mal, spinnst du? Ne? Also, ich habe die dollsten Sachen erlebt. Ne? Ja. Super. Letzte Frage, Gunther. Was erwartest du von dem Rest deines Lebens? Schwer zu sagen. Ich bin in großer Angst. Ich erwarte natürlich. Was macht die Angst? Die Angst macht das, was in der Welt läuft. Ja. Von der ISIS angefangen in Kurdistan bis Libyen und Syrien und was passiert in Nigeria, was ist los in der Welt, was ist los mit Putin, was ist los mit der Ukraine, was ist mit dem ganzen, wo ist die ganze Moral geblieben in der heutigen Zeit, wo sind die Heuchler, warum ist der Kapitalismus so, warum wird der Kapitalismus so missbraucht, ja, und warum sterben so viele Menschen an Hunger und so weiter, das sind da Sachen, die können doch nicht spurlos an dir vorübergehen. Das ist es eben. Ne? Und das macht mir Angst. Ich habe noch nie so viel Angst gehabt wie jetzt in den letzten Jahren. Was können wir denn tun, wir Einzelnen dagegen? Ich habe mir angewöhnt, jeden Tag die Zeitung zu lesen, 5, 6 Zeitungen, bis hin zur Süddeutschen. Ich lese 10 Zeitungen vielleicht in der Woche. Ich informiere mich, ich schneide raus, dass ich mich wenigstens informieren kann, was los ist. Und dann lebe ich in meiner Kommune, in meinem Lebensstil. Ich lebe auf einem Hausboot. Ich bin also nicht abhängig von irgendwelchen Leuten, die sagen, hey du Arschloch, du zahlst jetzt erstmal mehr Miete oder sei nicht so laut oder so. Ich lebe im Hamburger Hafen auf einem Boot und damit bin ich geschützt. Und damit kann ich machen, was ich will. Und ich lebe nur für meine Kreativität und natürlich auch für das, was ich jetzt mache. Ja, ich meine, ich bin fast jeden Tag irgendwo auf der Bühne. Einfach aus Begeisterung, aus Lebensfreude auch. Ne? Und auch für die Leute. Ne? Und dann mache ich ja auch noch dieses Cash-Musical, da haben wir ja auch nicht vergessen. 3 Jahre haben wir jetzt Cash gespielt, sind jedes Mal ausverkauft. Da kann man doch nicht einfach sagen, ich setze mich jetzt zur Ruhe, lutsche am Daumen oder hole mir die Popel aus der Nase. Ja? Also das geht natürlich nicht. Ne? Und dann lebe ich in meiner eigenen Welt. Aber ich bin informiert, was um mich herum los ist. Ich bin ja auch informiert, was hier in Lüchow-Dannenberg los ist mit den Atomlagern und was hier für eine Bombe existiert. Ja. Wie soll das weitergehen? Wer gibt die Lösung? Ja. Also man kann ja nicht so ganz abgeschaltet hier durchs Leben laufen. Ne? Und das habe ich auch übrigens allen meinen Kindern beigebracht. Lesen, 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 informiert euch. Also lesen und bleibt neugierig. Ja, neugierig, ja, genau. Das ist. Gunther, vielen Dank für das Gespräch. War ganz toll, dich kennenzulernen. Und ich wünsche dir alles Gute und bleib schön gesund und bring doch Menschen viele Freude. Ja, danke. Das war Uelzen TV, das geilste Portal in der Lüneburger Heide. Ich möchte zum Beispiel auf einer Lichtung in der Lüneburger Heide aufgebrannt werden. Ich habe einen Leichenbestatter, der gesagt hat, ich kenne eine Lichtung, wenn du abnippelst, dann werde ich dich nach indischem Muster auf einen Holzstab packen, Benzin rüber und die Asche, die... Gib mir die Adresse. Ja, ja. Aber frei übrigens frei nach Karl Lagerfeld, der sagte, wenn ich mal weg bin, ab in Müllsack. Gut, vielen Dank. Okay, alles klar. War toll. Okay. Uelzen TV, ich muss sagen, ihr habt ja wirklich, wenn die alle so dufte sind, wie die hier heute Abend waren, dann sage ich, habt ihr ein super gutes Publikum, was Fernsehen sieht und hört und gut unterhalten, sich gut unterhalten lässt. Ja, ich weiß, das war's ja mit. Dankeschön. Okay, das war's für heute.